15 meters. Also, wenn das so weitergeht, könnte das eine eher kurze Nachtvorstellung werden von diesen beiden jungen Damen. Im Moment ein Klassenunterschied zwischen Conchita Martinez und Naoko Sawamatsu. 3-0 für die Spanier. Naoko Sawamatsu bisher erkämpft gegen Conchita Martinez. 0-3 liegt sie hinten. Allzu viel von ihrer Klasse hat sie noch nicht zeigen können. Conchita Martinez gab ihr dazu so gut wie keine Möglichkeit. Der dritte Punkt, immerhin. Wichtig für die Japanerin, dass der erste Aufschlag kommt. Der erste Ballwechsel der längeren Art und auch der geht an Conchita Martinez, aber da wehrt sie sich zumindest ein wenig, Naoko Sawamatsu. Die Spanierin mittendrin mal mit einer Topspin-Rückhand, wie man sie sonst eigentlich nur bei den Männern sieht. Also das Aufstöhnen bei den Schlägen hat sie ja mit einer Monika Seles gemein. Und das
Das Spiel der Neuamerikanerin reicht sie aber, sagen wir mal, zumindest noch lange nicht ran. Gut, sehr gut sogar. Inzwischen wehrt sich die Japanerin zwar einigermaßen, aber Conchita Martinez konzentriert. Vielleicht hat sie noch was für sich verdient. Die 22-jährige Japanerin den Ehrenpunkt. Vielleicht wird es ja noch mehr. Das Ehrenspiel in diesem ersten Satz. Sehr beeindruckt scheint Conchita Martinez davon allerdings nicht zu sein. Warum auch? Übers Netz zwar, aber in Seiten aus 30-50. Nach der im Aus und nach 25 Minuten bereits die ersten Satzbälle für die Favoritin Conchita Martinez. Der erste Satz, nahezu ein Spaziergang für Conchita Martinez. 6:1. Vielleicht erinnern Sie sich gestern, das Damenmatch der Night Session, auch da ging der erste Satz mit 6:1 an Gabriela Sabatini gegen Sabine Appelmanns. Aber das war ein ganz anderes Spiel, da ging es eng zu in diesem ersten Durchgang. Während hier meine ich, dass dieser klare Erfolg auch in der Höhe verdient ist, auch wenn sie die Japanerin gesteigert hat. Peter Martinez darf auf keinen Fall nachlassen. Thank you.
tatsächlich. Inzwischen wird verständlich, wie es Naoko Sabamatsu geschafft hat, in diese dritte Runde vorzustoßen. Volle Winkelspiel jetzt von beiden. Nach einer halben Stunde geht die Japanerin erstmalig in Führung 1:0. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Bei den Damen 6:1 hat sie, Conchita Martinez, den ersten Satz gewonnen. Zweiten, Naoko Sabamatsu, ihr Aufschlagspiel zum 1:0 durchgebracht. Die Gegnerin, Siegerin dieser Partie, steht bereits fest. Es ist Sina Garrison-Jackson, die sich mit 6:0, 7:6 gegen Nicole Arendt durchgesetzt hat. Garrison-Jackson, die eigentlich ihre Karriere schon beenden wollte. Hier bei den US Open 95 trumpft sie nochmal groß auf. Wer weiß, ob Conchita Martinez diesen Ball vor einigen Jahren noch erlaufen hätte, ob sie es überhaupt versucht hätte. Und wenn, ob sie es dann geschafft hätte, an den Stop heranzukommen. Inzwischen ist sie fit, schnell auf den Beinen und auch gewillt, sich ein klein wenig zu quälen. Mit Erfolg. First serve. Da wird das Risiko nicht belohnt. Soeben ein Spiel bei den Herren zu Ende gegangen. Peter Korda setzt sich
knapp in drei Sätzen gegen Marcos Ondruschka durch. 40-15. Ja, und sie muss jetzt doch mehr kämpfen, als ihr recht ist, Conchita Martinez. Klasse gespielt von Naoko Sawamatsu. War eingestellt auf diesen Rückhand-Passierball, cross geschlagen. Hätte das gedacht vor 20 Minuten, dass bei diesem Match noch so erstklassige Ballwechsel zustande kommen können und dass das Spiel plötzlich völlig ausgeglichen ist. Rückball Sawamatsu. Nach 40-0. Die Möglichkeit zum Break. Advantage Sawamatsu. Plötzlich verteilt die Japanerin die Bälle und lässt Conchita Martinez laufen, aber die hat das Laufen gelernt. Er kämpft sich den dritten Einstand.
aggressiv jetzt. Naoko Sawamatsu. Geht früh in die Bälle. Stimmt damit das Tempo, lässt ihre Gegnerin laufen. Dritte Breakmöglichkeit. Unglaubliches Damen-Tennis im Moment. Conchita Martinez muss alles zeigen, was sie kann. Sie hat plötzlich Probleme mit dem ersten Aufschlag. Die kleine Japanerin. Da hat sie sich etwas zu früh gefreut. Ausgespielt Conchita Martinez zwar, aber der Ball war zu lang. Ja, endlich kommt wieder mal der erste Aufschlag. Mit viel, viel Glück
Ring Conchita Martinez ihr erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz durch. Vier Breakmöglichkeiten waren es wohl, die sie abwehren musste. Und hier der Blick hinaus über die Anlage nach Downtown New York bzw. Manhattan. Ganz so schnell wie ursprünglich geplant wird es nun wohl doch nicht gehen. Dieses eine Spiel zum 1-beide hat ja fast so lange gedauert wie der gesamte erste Satz. Und Conchita Martinez dürfte gewarnt sein. Passiert sie wieder die Linie. Und letztlich hat sie die Möglichkeiten zum Break. Drei an der Zahl. Und sie hat eine deutlich bessere Quote, was die Ausnutzung von Breakchancen angeht. 100% nämlich. Und damit das erste Break im zweiten Satz. 2-1, Martinez. Conchita Martinez nimmt ab, der Mond nimmt zu. Und was passiert mit Naoko Sawamatsu? Da hat sie vier Breakmöglichkeiten sich herausgespielt, keine davon genutzt und gibt sofort im Anschluss daran ihr eigenes Aufschlagspiel zu Null ab. Hat natürlich enorm viel Kraft und Energie gekostet. Aber mit Kondition soll es eigentlich nicht scheitern. Auf der anderen Seite, Conchita Martinez hat erkannt, was da unten abgeht. Voll bei der Sache, muss sie auch sein. Serviert ihr drittes Ass. Besser geht's nicht.
Wieder lässt sich Conchita Martinez in die verteidigende Rolle drängen. Im Aufschlag. Riskiert einen Stop und den hat Naoko Sawamatsu zu spät erkannt. Reagiert auch ein wenig spät. Ein Lob mit Ansage, auch den beherrscht sie. Perfekt, Conchita Martinez. Sie macht weiterhin die wichtigen Punkte. In einem vom Spielverlauf absolut ausgeglichenen zweiten Satz liegt sie 3:1 vorne mit Glück, aber eben auch, weil sie dann da ist, wenn es besonders wichtig ist. So wie eben mit diesem Lob. Noch mal einer. 15. Solche Geschenke nimmt sie dankend an, natürlich, Conchita Martinez. Thank you so much.
Unter Druck spielt sie im Moment ihr bestes Tennis, Conchita Martinez. Ich frage mich nur, warum sie sich so sehr unter Druck setzen lässt. Und die Bälle für meine Begriffe zu spät. Ganz anders die Japanerin im Aufsteigen. Ganz früh mit viel Risiko geht sie in die Bälle. Irgendwann wird sie doch mal dafür belohnt werden. Die endgültige Belohnung, sie verkürzt Naoto Sawabatsu. Ganz anders der Verlauf des zweiten Satzes als der des ersten. Liegt in erster Linie daran, dass sich die Gegnerin von Conchita Martinez deutlich gesteigert hat. Die Spielweise geändert hat, aggressiv in die Bälle hereingeht, egal ob bei eigenem Aufschlag oder beim Rückschlag. Im Aufsteigen nimmt sie die Bälle, macht damit Druck, bestimmt das Tempo, lässt Conchita Martinez laufen. Die kann von Glück reden, dass sie 3:2 führt. 15. Unbedingt noch damit zu rechnen, dass die Japanerin an diesen Ball herankommt und ihn so glänzend zurückspielt. Große Kämpferin. Den kann sie nicht. Am Netz, da hat sie noch Probleme. 13:15. Auch hier wieder Glück für Martinez. Zu Beginn schon. Bestimmt eigentlich Conchita Martinez den Ballwechsel. Spielt ihre Gegnerin fast aus, doch die erreicht die Vorhand wieder und
Bringt den Ball wieder kurz cross über die Netzkante. Dieses Mal war Conchita Martinez dran. Sie war darauf eingestellt, aber nicht gut genug. Sie erläuft alles, fast alles. Gut, dass sie da weiterspielt, Conchita Martinez, obwohl sie selbst den Ball im Aus gesehen hat. Geht auf Nummer sicher. Der war auch gut. In die Waagschale werfen muss, um gegen diese Naoko Sabamatsu zu bestehen. Die Statistik dieses zweiten Satzes angeht, klare Vorteile für die Japanerin. Allerdings, was die Chancenauswertung angeht, eben nicht. Und deshalb liegt noch Conchita Martinez vorne. Irgendwann muss dieser Widerstand doch mal gebrochen sein. Bei so viel Pech, das sie allerdings auch hat. Naoko Sabamatsu, 6 Break-Möglichkeiten, keine davon genutzt. Also da hat sie ja überhaupt nicht gewusst, was sie machen soll, Conchita Martinez. Da war der Ball fast schon im gegnerischen Feld gelandet. Dann erst entschloss sie sich, doch noch nach vorne aufzurücken. Ein Zeichen, dass auch sie sich gar nicht mehr ihrer Sache ganz so sicher ist. Kommt. Und auch der kommt, auf sowas wartet sie, Conchita Martinez. Aus der Defensive heraus. Der Passierball, eigentlich egal ob mit Vor- oder mit Rückhand, gleich gut, gleich effektiv. Die Zermürbungstaktik der Conchita Martinez scheint aufzugehen, auch wenn sie damit nicht unbedingt den Schönheitspreis, was die Technik angeht, gewinnt. Sie gewinnt die Punkte. Sieht letztendlich dann doch das Match, das zweite Break, 5:2, mehr als eine Vorentscheidung. Matsu, sie hat sich im zweiten Satz vor allem tapfer verkauft, hatte ihre Chancen, 6 Break-Möglichkeiten, keine genutzt. Das war der große, eigentlich der einzige Unterschied im zweiten Durchgang. Conchita Martinez mit einer 100%igen Ausbeute, was die Breakmöglichkeiten anging. Nur deshalb führt sie auch im zweiten Satz
einigermaßen klar mit 5 zu 2, zwei Breaks. Den Spielverlauf angeht, könnte es in diesem zweiten Durchgang auch andersrum stehen. Aber da fehlt es der Japanerin noch an der Erfahrung, um diese Vorteile dann auch in Punkte, in Spiele umzumünzen. Sie hat sich glänzend ein- und umgestellt, auch wenn es im Endeffekt wohl nicht ganz reichen wird. Sie hat gezeigt, wo es lang geht im japanischen Damentennis. 8 waren hier im Hauptfeld angetreten, 5 Spielerinnen haben sie unter den Top 40. Damit sind sie die zweitbeste Nation hinter den USA. Da wird sich in den kommenden Jahren sicher noch einiges bewegen. Mal sich Naoko Sawamatsu inzwischen ganz auf ihren Tennissport konzentrieren kann. Noch im März dieses Jahres hat sie an der Universität Kobe ein Studium abgeschlossen, Studium japanische Literatur. Eine Stunde 19 Minuten, ein Mondball, ein Passierball, 2 Matchball. Da reißt die Seite, dennoch landet der Ball auf der Linie. Am Ende nochmal Riesenmassel für Conchita Martinez. 6-1, 6-2, das sieht nach einer klaren Angelegenheit aus. War es auch im ersten Satz, im zweiten war es deutlich enger. Da hätte die Geschichte auch andersrum laufen können. Letztendlich setzt sich die Favoritin durch, trifft im Achtelfinale auf Sina Garrison-Jackson. Ich sage gute Nacht für heute und übergebe das Wort an Jonas Siebel. Bitteschön.